Ja, geil. Geile Sache, dass du da bist hier. Freue mich echt. Ja, so waren wir ja gewesen. Du warst ja auch ein verrückter Kerl damals. Herzlich willkommen. Heute habe ich einen Gast hier bei uns in der Fitnesswerkstatt. Jetzt lassen wir den mal rein. So. Hallo Roland. Heiko. Schön, dich endlich mal kennenzulernen. Willkommen in der Fitnesswerkstatt. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on sight. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside. Ja, geil. Geile Sache, dass du da bist hier. Freue mich echt. Kühler Empfang hier draußen. Geil. Schnee. Schnee liegt hier draußen. Old school. Und heute, ich bin mal gespannt auf seine Bude hier, echt. Ja, ist echt geil hier. Es wird dir bestimmt gefallen. Dann wird geballert. So. Erstmal schön warm hier drin auf alle Fälle, weil draußen liegt tatsächlich Schnee. Ja, ich sehe schon. Lass mal reinlatschen. Das sieht geil aus. Sieht schon gut aus von mir. Ja, ist schon eine geile Sache hier. Studio ist ja richtig gut. Wie lange hast du den Laden schon? September 2010. Ah, krass. Ja. Was war das vorher? Das war auch schon Fitnessstudio, aber wir haben das halt quasi ja, auf den Vordermann gebracht. Ne? Und ganz früher war das in der Werkstatt hier, Autowerkstatt. Ah. Deswegen heißt das Fitnesswerkstatt. Ja, geil. Gleich beim Thema geblieben, Werkstatt. Ja, also wir haben hier richtig geile Maschinen, auch viele Oldschool-Maschinen, also von früher die alten Gym 80, dann die neuen Hammer Strange und die alten Techno Gym. Live Fitness haben wir hier, also richtig super Geräte und wichtig ist, die Atmosphäre ist hier richtig gut. Ja, ich sehe schon, so ein bisschen Oldschool, ne? Ja. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Die alten Gym 80 Geräte mit der blauen Verkleidung, das fand ich, das sah mal schick aus, so. Oder sieht schick aus immer noch. Ich finde das geil, das müsste man noch indirekt anleuchten irgendwie, so mit LEDs dann. Hast du richtig einen geilen Pornoladen? Ja. Und schau mal hier, die ganz alte, guck mal, die da, oldschool. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? So was Schönes gibt es gar nicht mehr. Ja, wir haben zwar die neue von Hammer Strange, aber wie gesagt, die tue ich auf keinen Fall weg hier. Die bleibt auch noch, also da trainieren auch noch Leute sehr gerne dran. Funktional, der Winkel stimmt und vor allen Dingen, wenn die voll beladen ist, man kann hier tatsächlich noch eine Langhantel reinschieben und kann richtig Gewicht draufpacken auf die Dinger. Auf jeden Fall, ja. Ja, geiler Scheiß. Ja. Ihr wolltet Jurassic Park, jetzt habt ihr Jurassic Park. Zwei Urgesteine, zwei Saurier aus dem Bodybuilding. Und zwar den Roland, der ist ja relativ neu im Gigas, im GN-Team und meine Wenigkeit. Und wir wollen euch einfach mal so ein bisschen was über unsere alten Zeiten erzählen, beziehungsweise vielleicht auch ganz sinnvoll, dass ihr den Roland mal besser kennenlernt. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, der Roland, der ist genauso alt wie ich, obwohl er viel, 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 viel älter aussieht. Und er war tatsächlich eins meiner Vorbilder, weil er hatte seine Karriere vor meiner gehabt, so lustig, wie sich das anhört. Das hängt aber damit zusammen, da ich relativ spät mit Bodybuilding angefangen habe. Ich habe erst mit 25 angefangen, Bodybuilding zu machen. Und mit 27 hatte ich meinen allerersten Wettkampf. Und mit 32 bin ich Profi geworden. Deswegen sind wir aneinander vorbeimarschiert. Ne? So ziemlich groß, so, ne? Also so geräumig irgendwie. Ja, hör mal, früher haben wir hier einen Aerobic-Raum gehabt. Ne? Mhm. Da war hier eine Wand und da war hier vorne war der Eingang. Aber wie gesagt, so Aerobic und so, da halte ich nicht so viel davon. Und, ich finde es toll. Ja, okay. Ja, bei uns ist das auch, so, auch nicht so gut angekommen. Die Leute, die halt früher auch Bauch, Beine, Po gemacht haben und Aerobic und alles mögliche, Gymnastik, die trainieren jetzt auch lieber an den Geräten. Deswegen haben wir das hier weggemacht, haben wir hier einen neuen Boden gemacht, alles neu gemacht. Und dann haben wir dann die roten Hammer Strange geholt. Aerobic, die sind doch hübsch anzuschauen, die Mädels. Für uns, ne? Aber gut, wenn du hübsche Mädels hast, gut, die ist so ländlich. Die sehen ja ein bisschen robuster aus, ja, die Damen teilweise. Ich finde es auch schön, aber langfristig passiert da nicht viel von der Optik her, finde ich immer. Nein, deswegen, das ist einfach nur Freizeitsport. Beides in Verbindung, zum Beispiel Training, bisschen an den Fitnessgeräten. Ja.
Und dann Aerobic vielleicht in Verbindung. Für die Mobilität? Ja. Die Kombi finde ich auch gut, ne? Ja. Aber da haben ja heute wieder nicht so viele Bock drauf. Schönen Gruß an Katja Nowak. Die wollen ja nur handeln. Aber das gehört halt dazu. Mobilität, ein bisschen rumhampeln, ein paar Art fremde Sachen mit reinnehmen. Bei den Damen jetzt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Bin ich ganz bei dir, ja. Ja, finde ich auch. Roland, du warst ja damals auch mit Günther zusammen auf Bühne. Genau, wir sind 1993 beide in Korea, in Seoul, Weltmeister geworden. Brutal. Ich bis 90 und Günther halt über 90. Da gab es noch damals die Gewichtsklasse, also bis 90 und über 90. Ja. Da gab es keine 100er Klasse. Ja, ja. Genau. Und 93 habe ich mit Bodybuilding angefangen. Echt jetzt? Ohne Scheiß. 93. Da war ich schon Weltmeister. Ja. Das ist ja eine Frechheit, Alter. Finde ich nicht gut. Da haben wir Vorbilder. Also ein paar, da gibt es noch viel mehr eigentlich. Das wird noch mal viel besser. Ich muss dir mal jetzt schicken, hier fehlt der Mainz dran, definitiv. Ja. Die Kalle, die alte Angebersau. Ja, Hammerstring, immer geil. Eigentlich trainiere ich auch sehr gerne dran. Ich finde nicht alle gut. Beinstrecker zum Beispiel, da finde ich die alten Geschichten 10-mal besser, effektiver. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, im Olympic Burn steht auch so ein ganz alter. Du kommst bei den Neuen gar nicht mehr bis hinter. Ne? Die hören hier vorne irgendwo auf, dann hast du so ein bisschen so einen Weg. Wir haben auch sehr guten also Beinstrecker von Technogym. Ja. Deswegen von Hammer haben wir eigentlich nur das hier geholt. Das, was mir die, am besten die Drucksachen, so, die Brustgeschichte und so, genau, sind geil. Das gefällt mir echt gut. Fall, Überzüge, die Beinpresse und so. Ja. Und das sieht echt gut aus. Also läuft auch gut. Die ist auf jeden Fall. Die ist super, ja. Ja. Aber es ist immer so, jeder Firma passen alle Geräte. Du musst dann immer gucken, von dieser Firma sind die gut, von dieser sind die gut. Ja, weil die so für Breitensport halt machen und dann fallen viele Sachen beim Hardcore-Bereich halt raus. Halt, ja. Ne? Aber einige Sachen kann man tatsächlich sehr gut verwenden von denen. Ja. Die, auch da die Kniebeugenmaschine da oder super, der Hackenschmetter. Die ist sehr gut, ne? Benutze ich auch immer gerne noch. Ja. Ja, das ist ein richtiger Hackenschmidt, ja, auf jeden Fall. Sowas liebe ich ja auch, weil das ist wirklich, so eine Oldschool-Geschichten kennt keiner mehr heutzutage. Die wollen dann lieber sowas haben, wie da hinten steht. Ja. Aber das hier, das ist zum Ackern, das ist richtig geil. Das ist, ich glaube, die steht auch bei den alten McFits noch drin, dieses Modell. Okay. Und die kann man richtig voll bis Anschlag beladen und hat einen richtig guten Winkel. Also und die läuft richtig super, die habe ich ja eigentlich von der Dagmar geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ach, sowas schenkt ihr euch? Ja, wirklich. Nee, weil wir haben das Studio halt damals übernommen. Wir haben hier viel neue Geräte gekauft, aber die kamen ganz am Anfang. Ich habe gesagt, ich trainiere gerne Beine, ich brauche eine Hackenschmidt hier, gell? Und dann hat sie mir die halt zum Geburtstag geschenkt. Das war, glaube ich, im Jahr 2011 oder so. Wenn ich mit sowas bei meiner Bräute angekommen wäre, die hat mir direkt einen Vogel gezeigt, ob ich nicht ganz knusper bin. Wann habe ich so richtig mit dem Bodybuilding angefangen? Ich würde sagen, so 86, habe ich gerade so 7-8 Jahre trainiert, ne? Krass. Bis ich auf die Olympia war, habe ich 8 Jahre trainiert. Ne? 86 war ich noch im Osten in der Schule, glaube ich, oder in der Lehre, keine Ahnung. 82 habe ich mit dem Kampfsport angefangen, da habe ich einen 31er Oberarm gehabt, ne? Das weiß ich noch. Echt, ich habe es gemessen, ja klar. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen mit den Gewichten, dann hatte ich irgendwann 33er Oberarm. Ne? Und damit bist du dann Weltmeister geworden? Nee, ich hab dann halt ein bisschen draufgepackt, dann weiß ich, also als Weltmeister für den Oberarm weiß ich jetzt nicht, aber als Profi damals zu den Zeiten habe ich auf dem Wettkampf 53 gehabt. Hm. Ja. Wann hast du den ersten Olympia gemacht? 94. Ja. Peter Hensel, hattest du den mal kennengelernt? Nein. Nee, der hatte der war vor mir. Ja, der war 86, glaube ich. Der kam ja aus dem Osten, der war Türsteher in Berlin, einer der bekanntesten. Okay. Und natürlich der beste ostdeutsche Bodybuilder, der hat immer die DDR-Meisterschaft gewonnen, wenn einer war. Mhm. Und das war damals zu der Zeit mein Vorbild, das hat mich so ein bisschen zum Bodybuilding gebracht. Da war ich dann auch noch als People, wo der mal Wettkampf hatte und die haben mir dann auch ihre Autogramme gegeben. Mhm. Herr Hensel, darf ich bitte ein Autogramm haben, ein Foto? Ich glaube, der war 1986. 86 oder? War er auf der Olympia, genau. Auf der Olympia war der, gell? Genau. Und, ja, das war, wie gesagt, 8 Jahre vor mir, ne? Also. Ja. Und 84 war er, glaube ich, bei der DDR-Meisterschaft, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. So bin ich so zum Bodybuilding gekommen, also Interesse bekommen. Aber jetzt nochmal zum Peter Hensel zurückzukommen, also ich fand den sehr gut hier.
Ja, war, also mir war, hat das super gefallen, echt ja, jetzt. War, ja. war, richtig echt, gut, echt war, gut. War schon auch ich glaub, damals. Sechsten Platz hat er damals gemacht, glaube ich, oder? Ja, ja. Sechster ja, war ja, er, glaube ja. ich. Ne? Also super Leistung hat er gebracht. Absolut. Also, hat mir echt absolut. Super ausgesehen. Neben Lee Haney gestanden. Ja. Ne, die ist schon cool, auf jeden Fall. Die läuft richtig geil, ja. Hä? Die machen wir auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Vollgas. Da kannst du dich schon drauf freuen. Ja. Dennis. Die ist ja. auch gut hier, die für den Bauch hier. Die kannst du halt wechseln, ne? Ja. Super, für die seitlichen Bauchmuskeln. Aber ich habe ich auch. Die ist geil, ja. Bei McFit haben wir die. Bei Fit One haben wir die auch so in Grün dann halt. Ja. Und benutze ich auch. Also wirklich, zieht auch gut rein. Boah, definitiv. Total. Ja. Also Hammer. Also wenn du 30 Wiederholungen da machst, dann bist du platt. Glaube ich. Ich mache immer so in der Mitte 10, links, rechts jeweils 10. Also pro Satz 20 Wiederholungen, kannst du ein bisschen Gewicht noch drauf tun. Das ist brutal. Und dann oben kurz halten und so. Hammer. Echt gut. Das ist auch so ein Perverser hier, hörst du schon. Kriegt man schon mit. Ja, genau. Schmerz. Roland. Roland und Schmerz, das ist eins. Ja, no pain, no gain. Ja, ist ja so. 94 ja. hast du... Dann deinen ersten Olympia gemacht. Da habe ich dich ja dann auch so angefangen, richtig wahrzunehmen, weil ich hatte ja 93 mit dem Sport angefangen. Dann guckt man ja so ein bisschen, wer ist cool. Und wir haben uns vorhin schon unterhalten. Ich fand es so geil, sein Auftritt, wenn er auf die Bühne gegangen ist, so selbstsicher und boah, hier bin ich. Ne? Und er ist ja jetzt nicht, von der Körpergröße nicht der Größte, aber war doch relativ kompakt und dicke Beine alles da gebracht, eine gute Präsentation gebracht. Das war ja damals auch noch nicht so gang und gäbe. Und hat damit halt den Fokus auf sich gerichtet und natürlich so eine Leute wie mich begeistert. So bin, ja, das sind so meine Vorbilder, meine Meilensteine gewesen. Selbst der Kalbach hatte halt deutsche Vorbilder gehabt. Dann kam der Günther Schlierkamp dann danach. Das war, ihr wart ja so parallel so ein bisschen ja, gelaufen, sind, ne? Ja, ja, wir sind beide so zur gleichen Zeit Weltmeister geworden. Da waren ja. wir zur gleichen Zeit bei der Olympia damals, 94 dabei. Ja. Und unser Profidebüt war 94, beim Günther auch, bei mir auch. Ja. Und ja, der war auch sehr viel beim Walter Klock damals und ich auch. Ja. Ich habe auch sehr viel von Walter Klock gelernt, also hat mir sehr viel geholfen und wir sind so parallel eigentlich durchgestattet. Sehr, sehr viel Gutes über Walter gehört, ja. habe ich damals auch, ja. Bester Mann. Ja, du musst dich Stärken zeigen und nicht Schwächen verstecken. Und das habe ich gelernt und ich habe von solchen Leuten wie Roland gelernt, definitiv. Ich habe mir die Sachen angeguckt. Wir machen euch nicht nur tot aus Spaß. Für uns war das Alltag gewesen. Ich meine, generell, der Standard ist tiefer gesetzt wie damals. Ja. Das ist ja mit anderen Worten eigentlich das Gleiche, was du gesagt hast. Also wir backen aber jetzt erstmal drauf demnächst. Jawohl. Läuft, 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 weiter. Und jetzt noch drei. Nicht nachdenken, komm. Drei geht. Ja.